Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Ja, wie man sieht, ich bin eben aus den Hinterlanden wieder zurück nach Haven gereist, denn ich habe ja noch ein paar Berichte am Kartentisch, die ich abholen kann, weil ich hatte ja zwei Kundschafter losgeschickt. Euresgleichen hat ihre Heiligkeit getötet! Alles Lüge! Euresgleichen hat sich halt sterben dein lassen! Maul, Magier. Es reicht jetzt! Hauptmann! Das ist nicht mein Titel. Wir sind keine Templer mehr. Wir sind alle Teil der Inquisition. Und was genau heißt das? Ihr schon wieder, Kanzler? Habt ihr nicht schon genug angerichtet? Ich frage mich, Kommandant, ob eure Inquisition und ihr Herold die Ordnung wie versprochen wiederherstellen werden. Natürlich fragt ihr euch das. Zurück an die Arbeit, ihr alle. Als wäre es nicht genug, dass sich Magier und Templer bekriegen. Jetzt bezichtigen sie sich gegenseitig, am Tod der Göttlichen schuld zu sein. Deshalb brauchen wir eine richtige Autorität, die sie zur Besinnung bringt. Etwa euch? Zweitklassige Kleriker, die nicht wichtig genug waren, um am Konklave teilzunehmen? Wer dann? Die aufrührerische Inquisition und ihr sogenannter Herold Andrastes? Wohl kaum. Ich glaube ebenso wenig wie ihr, Kanzler, dass ich Andrastes Herold bin. Eure lobenswerte Bescheidenheit wird die Inquisition nicht davon abhalten, diese irrige Meinung für ihre Zwecke zu nutzen, wenn es ihr zu Pass kommt. Die Inquisition sagt nur, dass wir die Bresche schließen müssen, um nicht zugrunde zu gehen. Das sagt ihr jetzt, Kommandant. Wir werden ja sehen, wie lange ihr dieser Ansicht treu bleibt. Ich werde dafür sorgen, dass Val Royaux zur Vernunft kommt. Ich bete, dass ihr recht habt. Ja, wie man sieht, macht der Kanzler mal wieder Stress hier. Ich werde den Frieden wahren, während ihr und die anderen bei der Kirche in Val Royaux vorsprecht. Bereitet euch besser auf die Vorwürfe vor, die man dort gegen euch erheben wird. Naja, blablub. So, ich wollte erstmal zum Kartentisch. Sozusagen den Kriegsrat einberufen. Forscherin Minet wünscht sich zu vergewissern, dass die Zeit. Bin mal gespannt, was jetzt so mit den Missionsberichten auf sich hat. Also ich habe das jetzt noch nicht gemacht vorher. Und hoffentlich hat sich's gelohnt. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben einen Machtpunkt und okay, jetzt kann ich hier die Ausrufezeichen. Das hat nicht das Geringste mit mangelndem Anstand zu tun. Wir können sie schlichtweg nicht unterbringen, wenn sie so viele Bedienstete mitbringen. Ich werde mit der Herzogin sprechen. Sie ist vernünftigen Argumenten einigermaßen zugänglich. Kommandant Cullen, ja, den hat man losgeschickt, dass er da sich ein bisschen um den Adligen kümmert. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr die Soldaten befehligt, die meine Rasen zertrampeln und dem Abschaum Nahrung und Zuflucht schenken, der mein Land zerstört? Ich wünsche euch die Pest an den Hals sehr, dafür, dass ihr einem ehrlichen Bittsteller ins Gesicht spuckt und meine Not derart ausnutzt. Aha, okay. Hat mein verfluchter Nachbar Bantraft euch das eingeflüstert? Sagt mir, wer euch bezahlt, damit ich wenigstens den Preis eures Verrats kenne sehr. Mein einziger Trost ist, dass sich nur ein Teil meiner Leute eurer Farce von einer Inquisition angeschlossen hat. In bitterster Abscheu Lord Kildan. Klingt jetzt nicht so gut, muss ich sagen. Dann hoffe ich mal, dass hier wenigstens ein bisschen bessere Nachrichten kommen. Unsere Bemühungen waren erfolgreich. Ein Teil des Gewinns wird an euch weitergereicht. Nutzt ihn weise, Herold. Okay. 113 Gold haben wir bekommen. Ist jetzt nicht so wirklich prall. Oh, ich kann jetzt also nochmal jemanden losschicken. Beim letzten Mal der Josephine losgeschickt. Allerdings, ich könnte mal was anderes probieren. Dann wollen wir doch mal sehen. So, zurück. Was haben wir denn noch hier offen an möglichen Quests? Beziehungsweise Missionen sind ja keine Quests. Was haben wir denn hier? An die zuständigen Herren und Damen.
Das Terranier von Hyever möchte auf diesem Weg sein herzlichstes Beileid zum Tod der göttlichen Justinia aussprechen. Ihre Heiligkeit war in ihrer Weisheit und in ihrem Streben nach Frieden einzigartig, weshalb wir große Hoffnung in den Erfolg ihres Konklaves gesetzt hatten. Wir werden in Hyever zu Ehren Justinias eine Totenwache halten und laden die Inquisition herzlich ein, daran teilzunehmen. Hochachtungsvoll, Teran Fergus, Kasland. Okay. Ist natürlich wieder die Frage. Ich habe echt keine Ahnung. Leliana wäre ganz cool, glaube ich. Die kannte man beide. Ist natürlich jetzt eine gute Frage. Na komm, wir schicken mal Josephine los. Mal gucken, was sie so zu sagen hat an der Stelle. Okay, da bin ich mal gespannt, was dann jetzt so das Ergebnis ist der nächsten Mission. Ob wir da irgendwie vielleicht mal noch ein bisschen mehr Geld kriegen oder noch ein bisschen mehr Einfluss. Das wäre ganz cool. Dann können wir jetzt tatsächlich zurück zu den Hinterlanden. Ach so, Moment, ja, bevor ich es vergesse. Ich hatte ja irgendwann mal in den letzten Episoden, ich weiß nicht mehr genau wann es war, entdeckt, dass unten beim Waffenhändler noch ein paar Upgrades zu kaufen sind für Variks Armbrust. Bianca heißt sie, die gute. Die hole ich mir mal gleich. Ich weiß natürlich noch nicht, wie ich die dann einbauen kann, denn offensichtlich brauche ich ja irgendwie einen Schmied dafür. Und das kann ich ja hier offensichtlich gar nicht, denn... So, hier mal Zielmodul. Haltbarer Griff und Bianca Bogen. Ja, das ist jetzt natürlich eine Frage, die mich echt interessieren würde. Denn ich habe ja Rorik hier gerade nicht dabei. Muss ich das jetzt irgendwie in einem anderen Gebiet machen oder die Waffe modifizieren? Wir schauen mal. Okay, das geht hier schon mal nicht. Das ist schon mal spannend. Naja gut, ich habe es erstmal gekauft. Mal gucken, ob ich das dann machen kann, wenn Rorik in der Gruppe ist. Ups, nee, falsch Taste. So, Moment, hier. Ja, bin mal gespannt. So, entsprechende Reihenfolge bestätigen. Ja, ich denke mal, gerade bei den Missionen kann man noch einiges an Bonuspunkten sammeln und wenn man halt versucht, den richtigen Typen loszuschicken, also den richtigen Unterhändler, sagen wir es mal so, dann kann man, glaube ich, noch ein bisschen mehr Bonus bekommen. Das weiß ich allerdings nicht genau, denn, wie gesagt, ich habe es bis jetzt noch nicht wirklich rausgefunden und ich hatte bis jetzt erst zwei Missionen und ich werde es ja sehen, wenn ich tatsächlich jetzt die Mission mit dem Geld beschaffen nochmal mache. Requirierung inspizieren. Was habe ich denn hier? Okay, hier brauche ich natürlich Lammwolle und Seide. Habe ich nicht. Rasten möchte ich auch nicht. Ich möchte gerne irgendwas schmieden. Kann ich das hier machen? Inventar. Kann ich hier vielleicht mal eben schnell das Zeug reinfummeln?
Tja, ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie ich es reinkriegen soll. Es wird ja wohl nicht automatisch jetzt irgendwie aktiv sein. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Naja gut, ist erstmal egal. Werde ich sicherlich noch rausfinden. So, dann gehen wir jetzt mal direkt weiter. Lang genug rumgetrödelt hier. Mal ein bisschen Action. Ja, ich habe mir tatsächlich in der Zwischenzeit schon mal die Inquisitionspunkte angeguckt, also was man da leveln kann. Und das scheint tatsächlich ganz interessant zu sein, dass man da auch... Ups, wollte ich gerade nicht. Ja, ist gut, ist da gar keiner da. Ganz ruhig bleiben, Leute. Wer klingelt denn hier mal die ganze Zeit? Die Abtrünnigen sind in die Hügel geflogen. Ach, ich stehe genau da drauf. Ein Brief. Ja, Festung der abtrünnigen Magier. Sollen die Narren in Redcliffe doch den guten Magier spielen, so wie immer? Wir kennen die Wahrheit, die Welt gehört uns, wir werden sie erobern und jeder nutzlose Bauer, der je einen Stein nach uns geworfen hat und jeder Templer, der abschätzig unsere Läuterung angestarrt hat, soll es wissen. Folgt dem Weg zum Hexenwald und findet eure Brüder. Okay, ich denke mal, das ist hier tatsächlich schon wieder die nächste Quest. Mann, ich drücke mal die falsche Taste an. Astrarium, ist das vielleicht irgendwie so das Dings? Da wo die die Magier sind, die Abtrünnigen? Möglicherweise. Was kann ich denn jetzt hier machen? Astrarien erlauben es dir, die Geheimnisse des Himmels zu entschlüsseln. Bilde die Darstellung des Sternbildes nach, indem du Sterne miteinander verknüpfst, ohne dieselbe Linie zweimal zu ziehen. Okay. Sollte ja nicht so schwer sein. Oh, jetzt habe ich Mist gebaut. Ich horst. obwohl. Nee, Quatsch, warte mal. Das sieht natürlich total blöd aus. Neu starten. Das muss natürlich so aussehen. Ein Schwert, sehr schön. Sternbild Judex. Das Sternbild Judex wird als nach unten gerichtetes Schwert dargestellt und im Volksmund häufig das Schwert der Gnade genannt. Und das, obwohl diesen Sternen das Bildnis des Schwertes schon lange vor Andrastes Lebzeiten zugeordnet wurde. Judex bezog sich im alten Tevinter auf das Konzept der Gerechtigkeit, wobei ein nach unten gerichtetes Schwert einen Schuldspruch bedeutete, was in jenen Zeiten gleichbedeutend mit einer Hinrichtung war. Nun, da dieses Symbol eine neue Bedeutung besitzt und auch vom Templerorden genutzt wird, ist diese alte Bedeutung in gelehrten Kreisen selbstverständlich verpönt. Ah ja. Seltsam. Huch. Wo führt das hin? Hallo? Naja, ihr kennt das ja, ihr könnt es dann wieder im Video pausieren, wenn ihr das gerne lesen möchtet. Ich scroll einfach mal nach unten. Ich gucke mir das dann auch immer nachhinein immer an. Wäre dann soweit möglich dann irgendwie mal eine Zusammenfassung geben, falls irgendwie wirklich mal wichtige Sachen zu sehen sind oder zu lesen sind. So, wer seid ihr denn? Hallo? Ihr seid irgendwer. Mann, ich drücke jedes Mal die falsche Taste.
So, hier ging's. Also, was denkt ihr? Irgendwo hoch. Wer ist am härtesten? Josephine, Liliana oder Cassandra? Ich bin hier, nur damit ihr es wisst. Das macht doch nichts, Sucherin. Cullen steht nicht zur Wahl? Löckchen? Den halten sie doch nur als schmückendes Beiwerk. Ja, sehr schön. Oh mein Gott, noch mehr Quests. Ja, ich glaube, die Karte ist wirklich extrem groß. So, und wo sehe ich denn eigentlich, wo ich schon mal war? Kann ich das irgendwo nachsehen? Ich würde sagen, ich bleibe erstmal im unteren Bereich der Karte, also so in Richtung der Ausrufezeichen, die da zu sehen waren. Mann. Nämlich dorthin. Mal schauen. Okay, offensichtlich da unten der Typ, der da steht. Oder die Gruppe. Oder vielleicht auch nicht. Das sind Feinde. Gut, dann Cassandra, einmal bitte vor. Templerritter, Templerritter, Bogenschütze. Du kümmerst dich mal um den... Obwohl, warte mal, um den hier. Warwick, du einmal bitte den Bogenschützen umlegen. Du kannst einmal hier reinzaubern. Und du, feuerfrei. Einige Zeit her sein, dass die abtrünnigen Templer einem fähigen Magier gegenüberstanden. Lammwolle. Okay, diese Armbrust ist bemerkenswert, Varric. Ich bin überrascht, dass die Zwerge nicht mehr davon gebaut haben. Das würde die Frau, die Bianca gebaut hat, nicht zulassen. Kriege sind so schon blutig genug. Eine Armbrust, mit der selbst ein ungeübter Schütze derart weit und schnell schießen kann? Damit wäre jede Schlacht ein Massaker. In der Tat. Ich bin doch nur überrascht, nicht enttäuscht. So, hier hinten haben wir den Bereich für die Quest. Mal schauen. Was haben wir denn hier? Oh, hier liegt jemand. Skizze von Kallenhardts Brückenkopf. Ja, das sagt mir jetzt genau was. Da ist also offensichtlich irgendwas zu finden. Boah, ich hoffe, ich kann mir das merken. Falsch das da. So, und bevor wir jetzt hier weiter voranschreiten, mache ich erstmal ein ganz kleines Päuschen. Die Aufnahme zeigt leider schon wieder rum. Tut mir leid. Ja, einfach beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es wieder heißt Let's Play Dragon Age Inquisition. Ja, und dann geht's hier locker flockig weiter. Alles klar, einfach einschalten. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.